Fortnite Chapter 2 Remix ist da, aber Chapter 6 Season 1 wurde geleakt. Wir haben die Grafiken, wir haben einige Indizien, wir haben den Codenamen, wir haben die Live-Event-Infos, die uns nach Chapter 6 bringen. Gigantische Informationen, die hier in den letzten Tagen reingetrudelt sind. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ganz, ganz wichtig, Freunde. Wenn ihr abonniert, haut hier gerne die Glocke rein, Freunde. Es ist einfach unglaublich, was hier Fortnite tatsächlich reingeschallert hat, beziehungsweise was in Fortnite so geleakt worden ist. Wir sind wenige Tage auf der Chapter 2 Karte, die natürlich jetzt noch bis Ende November da sein wird mit regelmäßigen Updates, Map-Änderungen und so weiter und so fort, aber Chapter 6 wurde schon geleakt. Bevor wir nach Chapter 6 gehen und uns da alles anschauen, könnt ihr gerne hier im Itemshop meinen Supporter-Creator-Code Schmäler reinballern. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht habt ihr euch noch kein Fortnite-Crew gekauft, vielleicht kommt ein paar geile Skins jetzt rein oder natürlich Battle Pass. Würde mich natürlich sehr, sehr unterstützen, wenn ihr den hier reinballern würdet. Und jetzt geht's direkt los. Denn, Freunde, fangen wir natürlich mal mit der Grundlage eines Chapters an. Und das ist natürlich die Map. Die Karte eines Kapitels ist ja tatsächlich so die Grundlage. Und jede Chapter-Karte, vor allem in Fortnite, hat einen Namen von einem griechischen Gott. Und das Ganze ging von Chapter 1 bis jetzt zu Chapter 6 und wird natürlich weitergehen. Chapter 1 hieß tatsächlich einmal Athena. Hier mal eingeblendet, ne, was Athena auch für eine Göttin war und so weiter, war das tatsächlich der Codename für die Chapter 1 Map, ja. Ob da schon so viel in der Story dahinter steckte, beziehungsweise ob man da schon so viel drauf geachtet hat, weil es natürlich die erste Karte war, sei mal so dahingestellt. Dann kam aber Chapter 2 und die hatte schon einen großen Sinn. Kommen wir gleich dazu. Die hieß Apollo. Hier mal eingeblendet. Apollo, ne, Gott des Lichts und so weiter, Gott der Sonne, also einfach Gott von Frühling und so weiter und so fort. Und dann kam Chapter 3 mit dem Codename Artemis. Artemis ist zum Beispiel auch in Chapter 5 Season 2 ja da gewesen und hatte tatsächlich so eine Szene, wo sie jagt, weil sie auch tatsächlich Göttin der Jagd und so weiter ist und natürlich auch Göttin des Mondes. Und Chapter 2 und Chapter 3 hatten ja in der großen Loop hier eingeblendet, einmal eine Sonnenseite und einmal eine Mondseite, Referenz an die Gottheiten. Deswegen sind die Gottesnamen sehr relevant. Chapter 4 hieß Asteria. Asteria, Göttin der Sterne. Wir hatten vor Chapter 4 immer wieder Teaser, wo wir einen ganz großen Stern gesehen haben. Also auch hier hat der Name zu der Karte gepasst und natürlich zu dem, was Fortnite daraus gemacht hat, was einfach schön ist. Chapter 5 war ja quasi so eine parallele Zeitlinie von der originalen Chapter 2 Map, ne? Und hieß somit Helios. Ja, Helios ist aber auch der Gott der Sonne bzw. des Lichts, also natürlich so ähnlich wie Apollo, Original Chapter 2, hatte tatsächlich Chapter 5 so einen anderen Gott der Sonne, wie natürlich auch Kapitel 2 es hatte. Und Chapter 1 bis 4 natürlich Athena, Apollo, Artemis und Asteria. All diese Gottheiten aus der griechischen Mythologie fingen mit dem Buchstaben ganz genau A an. Aber seit Chapter 5 halt mit H. Chapter 5 war die erste Karte, die nicht mit A anfing, sondern mit H, Helios. Und Chapter 6, Codename ist geleakt, ist in den Spieldateien gefunden, und zwar Hermes. Und wer ist Hermes, Freunde? Hermes bringt natürlich die Botschaften der Götter, ist also ein, ja, Götterbote, ne, in der griechischen Mythologie. Er bringt die Botschaften rüber, er bringt Zeus-Botschaften, er bringt die Seelen in die Unterwelt vom Hades und so. Also all das ist krass und also ein Götterbote, und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Denn, Freunde, Hermes ist in der griechischen Mythologie der Schutzgott des Verkehrs, der Reisenden, der Kaufleute und der Hirten, andererseits auch der Gott der Diebe und der Magie. Hermes ist einer der Götter, deren Kultur sich am weitesten zurückverfolgen lässt. Der Mythologie nach ist er der Götterbote, der die Botschaften der Götter der Sterblichen überbringt und sie dabei auch übersetzt. Seine Botschaften sind damit also keine bloßen Mitteilungen, sondern fordern Einsicht und Verständnis. Und natürlich ist das der Codename Hermes für Chapter 6, ne? Natürlich kann man da jetzt rein interpretieren, ja, es geht natürlich der Götterbote, der immer von da und da geht, könnte das eine fliegende Insel sein, ne? Hatten wir auch Theorien um Chapter 6, ne, dass da fliegende Insel sein könnte. Kommen wir im Laufe des Videos zu. Aber es ist schon mal interessant, dass Fortnite Chapter 6 Map Hermes hat. Das ist tatsächlich so der Grundbaustein von dem großen Ganzen. Aber, Freunde, das ganz, ganz große Wichtige ist natürlich auch, wie kommen wir überhaupt zu der Karte Hermes aka Chapter 6. Ja, und das gibt es natürlich viele, viele Theorien. Aber wir haben durch Juice WRLD, seinen Manager, tatsächlich den Jules World Day als Konzerttag in Fortnite bekommen. Und der 30. November ist das Finale. Das Finale ist das Event, was am Ende hier von Chapter 2 Remix stattfinden wird und uns nach Chapter 6 bringt. Und dort ist auch
auch Juice WRLD Tag am gleichen Tag und am diesen 30. November um 20 Uhr abends soll das Event stattfinden. Der offizielle Name ist nicht bekannt, aber es soll sich laut dem Manager tatsächlich um ein Juice WRLD Konzert handeln. Ne? Ich hoffe natürlich auch natürlich noch einiges was Neues. Vielleicht kriegen wir da schon den neuen Metaverse-Modus oder die neuen Modi angekündigt, Freunde. Oder natürlich auch ein bisschen was mit Story, Freunde. Würde mich sehr, sehr freuen. Vor allem kommt mit Chapter 6 so ein Banger, Freunde. Ihr werdet alle noch aus den Socken kippen. Und jetzt geht's zu den weiteren Fakten. Seit Wochen, nein, nicht seit Wochen, sondern seit Monaten tease ich euch auf dem Channel an, dass tatsächlich Chapter 6 eine japanische Mythologie ist, ein asiatisches Thema hat. Könnt ihr gerne euch selbst überzeugen, habe ich in so, so vielen Videos seit Monaten gesagt. Und ich habe auch oft gesagt, es wird nicht nur voraussichtlich so sein, sondern es ist so. Also habe ich euch das schon ordentlich angewiesen und es ist geleakt, Freunde. Wir wissen ja schon die ganze Zeit, Chapter 6 Season 1 hat den Codename Fire Petal. Fire Petal bedeutet auf Deutsch sowas wie eine Feuerblüte. Und diese Feuerblüte ist sehr, sehr interessant, weil das bringt man natürlich auch in diese asiatische Richtung und Samurai-Thema, in diese Geschichte. Und tatsächlich wurde es jetzt bestätigt, Freunde, dass Chapter 6 Season 1 eine japanische Mythologie, ein asiatisches Thema wird oder natürlich anders gesagt auch Samurai. All diese Sachen kann man ja gut miteinander kombinieren und wird das Chapter 6 Season 1 Thema sein. Also wie es euch wirklich die ganze Zeit schon gesagt hatte. Ihr hattet es vor euren Augen schon gehabt. Und das Ganze ist natürlich interessant. Das heißt, die Chapter 6 Map wird nicht wie die Chapter 5 Map eine europäische Karte, sondern vielleicht eine asiatische Karte. Man kann da richtig geile Skins reinbringen. Kommen wir gleich mal dazu. Nicht nur geile Skins kann man da reinbringen. Auch eine geile Story aus der japanischen Mythologie. Allgemein Samurai-Thema. Das könnte ein Banger werden und wird ein Banger Chapter 6. Das kann ich euch wirklich so sagen. Und das ist tatsächlich das Thema für die erste Season aus Chapter 6. Auf der Karte soll es sowas wie Shrines oder Schreine geben. Ne, einmal eingeblendet und natürlich einfach so einiges. Ja, ist natürlich wie gesagt asiatisch oder passen diese Schreine dazu. Aber nicht nur das. Denn wie vor jedem Chapter, Leute, gibt es natürlich die Leaks, was auf der Map für Biome sein könnten. Und Chapter 6 hat da natürlich auch eine. Ne, wir hatten für Chapter 5 zum Beispiel auch einmal ein Cherry Blossom Biom damals in den Leaks, aber kam ja nie. Aber was ist denn in asiatischen Thema? Ich bin der Meinung, steht zwar jetzt nicht auf der Liste, aber für Chapter 6 und asiatisches und japanisches Thema passt eigentlich ein Cherry Blossom Biom sehr, sehr gut. Mega City Comeback oder ein ähnliches Mega City wäre natürlich auch gut. Aber was wir wissen, es soll wie gesagt diese Schreine geben, die ich euch gesagt habe. Dann soll es natürlich Waldgebiete auf der Karte geben. Gut, wer hätte es gedacht. Dann auch Flüsse. Ja, Leute, ihr kennt es, ne? Das ist kein Scherz. Ich spreche es aber an, damit es zur Vollständigkeit hier natürlich voll ist. Dann natürlich auch Ackerland, aka einfach so Farmgebiete, ne? So, ne? Das ist sehr, sehr cool. So ähnlich würde ich sagen wie jetzt die Frenzy Farm. Oder natürlich, Freunde, Plains. Das sind Ebenen, also natürlich Gebirge. Aber was sehr, sehr cool ist, ist tatsächlich einmal solche Redlands, also so Tundra-mäßige Gebiete, wo es tatsächlich so ein bisschen feucht ist mit Wasser und Land und so. Ne, solche Gebiete passen aber auch zu dem Thema. Dann natürlich soll mit Chapter 6 auch die Schwingmechanik kommen, dass man sich schwingen kann. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Modi, die kommen sollen. Unter anderem, Freunde, gibt es da sehr, sehr viele. Die mache ich euch jetzt mal eine ganze Liste und erzähle sie euch. Einmal mit dem Codename Figment. Soll ein OG Chapter 1 Classic Modus sein, denn da ist der Lootpool aus Chapter 1 Season 1, den gibt es in Solo, Duo und Teams und ist tatsächlich verfügbar für 100 Leute und hat natürlich auch Zero Build drin, also tatsächlich ein Retro-Modus, der kommen soll und auch mit Chapter 6 könnte der reinschallern. Dann gibt es Codename Light Bunny, das ist ein Mini-Battle Royale, ist zumindest so geleakt, soll 50 Spieler reinlassen, tatsächlich nur in Solo verfügbar sein, also so ähnlich wie Reload, nur ein bisschen anders. Bin ich echt mal gespannt, Freunde, was da kommt. Dann gibt es den Codename Feral, das ist ein 5 gegen 5 Game und hat auch einen Ranked-Mode, ja, könnte tatsächlich der Sportmodus sein, wo wir zum Beispiel 5 gegen 5 Basketball oder irgendwelche andere Sportarten 5 gegen 5 machen und das Ganze dann natürlich auch ein passendes Rank-System hat. Kann auf jeden Fall auch das sein, Freunde, oder zum Beispiel ein Team Deathmatch, was auch immer, aber Sportmodus war ja eh gelegt und könnte tatsächlich auch da reinschallern. Passt auf jeden Fall dazu. Dann gibt es den Codename Sprout, der hat mit Lego zu tun und basiert auf Jobs oder natürlich ja, Jobs, die man ausüben kann, ne? Das ist auch sehr, sehr cool. Dann gibt es noch was weiteres für Lego und zwar Rivalry, hat also Codename Rivalry. Ne, soll auch irgendetwas mit Lego zu tun haben, ein Modus für Lego sein. Was auch immer, ist schlussendlich noch gar nicht bekannt. Dann gibt es den Codename Imperial. Da ist man auch sich überhaupt nicht sicher. Da gibt es aber Battle Royale Fahrzeuge, soll aber nichts mit Rocket Racing zu tun haben und ist stand aktuell tatsächlich nur im Duo-Format verfügbar. Street Spoon ist tatsächlich auch ein Modus, der kommen soll. Ist aber auch noch nicht sicher, was das ist. Ne? Initialen stehen manchmal für was. Zum Beispiel Street Spawn hat SS als Initialen. Könnte ja sein, zum Beispiel Super
Supersport und der Sportmodus, was auch immer, ne? Also die könnten was bedeuten, aber nicht immer müssen sie was zu bedeuten haben. Dann der Open-World-Modus namens Arnold, der natürlich seit Jahren in Arbeit ist und der ist tatsächlich laut einigen verschrottet worden. Da würde ich aber einfach mal abwarten, was die Zeit mit sich bringt. Soll auch seine eigene Lobby haben und Open-World in Fortnite mit sich bringen, was ja riesengroß wird. Und dann natürlich der Codename Sunflower, das ist tatsächlich das, was jetzt am 12. reinkommt, wo sich beide Reload-Karten durchwechseln. Dann gibt es tatsächlich eine neue Kreatur für Chapter 6 und zwar, die soll tatsächlich laufen können und tatsächlich auch in die Lüfte springen können. Soll eine Kreatur sein, die soll tatsächlich auch erschreckt werden können, was auch sehr, sehr crazy ist, Freunde. Auf Wasser soll sie hüpfen können und das klingt alles so weird, Freunde, aber ist natürlich irgendwas für Chapter 6, ne? Ob das Ganze kommt, wie es kommt, ist da natürlich noch unschlüssig, Freunde, ne? Aber da wissen wir auf jeden Fall schon so einiges. Aber jetzt kommen wir mal zu möglichen Skins nach diesem geilen Win hier. Denn da gibt es hier natürlich schon so einige Skins, die zu Samurai-japanisches Thema passen. Ihr seht es hier, ne? Die sehen alle so aus. Vor allem die und so. Richtig, richtig geil. Sehen alle so aus. Haben tatsächlich auch viele, viele Katanas. Was natürlich da... Hier sehen wir wahrscheinlich schon überall die ersten Einblicke auf mögliche Skins. Battle Pass Skins. Oh, die sieht geil aus, Freunde. Die können wir auch mal im Auge behalten. Sieht sehr, sehr schön aus hier. Und es geht weiter, ne? Wir haben ganz, ganz viele hier mit diesen Katanas und ich sage euch ganz offen und ehrlich, die sehen wirklich wild aus und Chapter 6 hat so ein Potenzial, das verspreche ich euch. Dann seht ihr hier eingeblendet auch mal tatsächlich die Grafik, ja, wie die Wolken aussehen. Die Wolken sehen sehr, sehr groß aus, also als wären wir wirklich auf schwebenden Inseln. Ja, Leute, wir sollen so irgendwie Team soll das sein, dass es fliegende Inseln gibt und so, laut den Leaks tatsächlich, aber Freunde, das muss natürlich nicht kommen, aber die Wolken und die Grafik sieht schon mal aus. Ich freue mich, das Ganze mit episch maximalen Settings zu zocken. Und dann gab es hier mal diese Umfrage mit ganz vielen Superhelden-Skins. So sehen die zumindest aus. Die haben alle diesen Stern auf ihrer Brust. Und das könnte tatsächlich nicht Season 1 sein, sondern Season 2, Season 3, Season 4 aus Chapter 6. Denn da könnte dann so ein Thema reinballern mit diesen Sternfraktionen. Und ich glaube, Leute, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Sieht geil aus, vor allem wenn die Chapter 6-Map irgendwie einen eigenen Team hat. Vielleicht wie Chapter 4 irgendwie im Weltraum. Würde das ja tatsächlich richtig gut passen. Und ja, Leute, japanische Mythologie, asiatische Thema und natürlich Samurai-Thema mit vielen möglichen Skins, vielen Modi, die reinkommen werden, großen Überraschungen mit Kapitel 6 und Ende des Jahres und vieles, vieles mehr, was auf uns zukommt, Juice World Konzert als Event und vieles, vieles mehr. Es ist einfach genial, wieder was wir wissen und es wird die nächsten Wochen noch krasser. Es werden weitere Infos ans Licht kommen, viel, viel weitere Informationen, auf die ich mich sehr, sehr freue, dann schwingen, dass wir uns hinlegen können und so, alter Falter, Leute, ich glaube, das wird richtig nice. Eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Alles, was wir zu Chapter 6 wissen, einmal hier zusammengefasst. Thema bestätigt. Ich freue mich drauf. Auto steht auf dem Dach. GG's einmal hier ran. Richtig Hype. Richtig viel Bock, Freunde. Und natürlich, Freunde, in dem Sinne war es das gewesen. Haut rein. Euer Schmerle und ciao.